Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. In der Vorlesungsreihe Mathematik sind wir jetzt in der 10. Vorlesung angekommen und jetzt werden wir uns etwas genauer mit binomischen Formeln und Beträgen beschäftigen. Das Inhaltsverzeichnis können wir sich eigentlich sparen. Erstens sind die binomischen Formeln, zweitens die Beträge, also wirklich so simpel wie es geht. Und wenn wir uns jetzt zuerst mit den binomischen Formeln befassen, müssen wir uns natürlich fragen, was ist das? Und dieser Begriff leitet sich aus den lateinischen Begriffen bi für 2 und normus, was so viel wie Namen bedeutet, ab. Das heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, handelt es sich also hierbei immer um zwei Namen, Variablen. Binomische Formeln sind quasi Sonderfälle der Klammermultiplikation, bei der zwei gleiche Variablen innerhalb einer Klammer quadriert werden. Beziehungsweise bei der dritten binomischen Formel ist das nicht der Fall. Da werden dieselben Variablen allerdings mit unterschiedlichen Vorzeichen multipliziert. Dabei gilt, für die erste binomische Formel, die da lautet in Klammern a plus b, Klammer zu, zum Quadrat, ist dasselbe wie a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat. Was auch Sinn macht, wenn wir uns an die Multiplikation erinnern, da war es ja so, wenn man eine Klammer mit einer anderen multipliziert, wird jede Variable darin mit jeder anderen multipliziert. Und a plus b zum Quadrat ist ja nichts anderes wie a plus b mal a plus b, wobei a plus b jeweils in Klammern steht. Das heißt, wir rechnen also a mal a ist a Quadrat, a mal b ist ab, b mal a ist nochmal ab, also 2ab, und b mal b, das ist b Quadrat. So kommt die binomische Formel zustande. Machen wir ein kleines Beispiel mit a sei minus 2 und b sei 4. Die Grundformel lautet also Klammer auf minus 2 plus 4 Klammer zu zum Quadrat und zum Beweis soll das dasselbe sein wie Klammer auf minus 2 Klammer zu zum Quadrat plus 2 mal minus 2 mal 4 plus 4 Quadrat. Gut, minus 2 plus 4 ist 2, verbleibt 2 zum Quadrat. Rechts, wenn wir ausmultiplizieren, verbleibt 4 minus 16 plus 16. Und wir haben am Ende raus 4 ist gleich 4, das ist natürlich eine wahre Aussage. Das heißt, die erste binomische Formel stimmt. Bei der zweiten, die muss natürlich auch stimmen. Das ist jetzt der Fall, wo die Variablen nicht addiert, sondern subtrahiert werden, also in Klammern a minus b, Klammer zu zum Quadrat. Dann haben wir den Fall a Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Machen wir das wieder mit unserem Beispiel. Wir hätten also Klammer auf minus 2 minus 4, Klammer zu zum Quadrat. Das soll dasselbe sein wie Klammer auf minus 2, Klammer zu zum Quadrat, minus 2 mal minus 2 mal 4 plus Klammer auf minus 4, Klammer zu zum Quadrat. Ja, rechnen wir das aus. Links minus 2 minus 4 ist minus 6 zum Quadrat. Rechts multiplizieren wir aus und kommen auf 4 plus 16 plus 16. Ja, auf beiden Seiten kommen wir dann auf 36. Das ist also wahr, das passt. Die dritte binomische Formel ist halt ein bisschen anders. Wir hatten gerade den Fall a plus b zum Quadrat, dann hatten wir als zweiten Fall a minus b zum Quadrat. Jetzt haben wir den Fall a plus b mal a minus b. Und da kommt raus a Quadrat minus b Quadrat, weil es käme ja auch raus plus ab minus ab. Kürzlich weg, es verbleibt a Quadrat minus b Quadrat. Auch um das zu beweisen, setzen wir unsere Zahlen hier ein. Wir hätten dann Klammer auf minus 2 plus 4, Klammer zu, mal Klammer auf minus 2 minus 4, Klammer zu. Das soll dasselbe sein wie in Klammern minus 2 zum Quadrat minus 4 Quadrat. Ja, links haben wir dann 2 mal minus 6 stehen, rechts vom Gleichheitszeichen 4 minus 16. Und schau an, minus 12 ist minus 12. Das stimmt also auch. Ich möchte auch noch einen kleinen Tipp zum Messen geben, und zwar Umformung in Binomen zur vereinfachten Kopfrechnung. Das ist durchaus möglich, denn es gilt, das Quadrat zweier Zahlen ist gleich dem Binomen zweier Zahlen, deren Summe bzw. Differenz das Quadrat ergibt. Was hier mathematisch kompliziert klingt, ist relativ einfach. Haben wir jetzt das Quadrat einer Zahl, dann können wir das auch ausrechnen, indem wir einfach nur sagen, das Binom der von zwei Zahlen, aus denen diese besteht, ist dasselbe. Gleiches gilt natürlich auch mit Minus. Als Beispiel ist das besser zu erkennen. Sagen wir haben 47 zum Quadrat. Das ist im Kopf nicht so leicht zu rechnen. Dann soll das oder ist das dasselbe wie das Binom von 40 plus 7, die zwei Zahlen, aus denen sie besteht. Wir hätten jetzt auch 20 und 27 wählen können, aber das wäre wieder blöd im Kopf zu rechnen. Und das Binom von 40 plus 7
Das lässt sich durchaus im Kopf errechnen. Links, mal ausgerechnet mit dem Taschenrechner, kommt 2209 raus. Rechts muss dasselbe rauskommen. Wenn wir das Binom einfach mal auflösen, haben wir 40 Quadrat plus 2 mal 40 mal 7 plus 7 Quadrat. Und diese einzelnen Bereiche lassen sich im Kopf rechnen. 40 mal 40 ist 1600. 7 mal 40, das sind dann 280, multipliziert mit 2 sind 560 und 7 mal 7 ist 49. Rechnen wir das alles zusammen, kommen wir auch auf 2209. Quad error demonstrantum. Zweites Beispiel ist halt, man macht nicht die Summe, sondern die Differenz. Wir können sagen, 47 zum Quadrat ergibt sich aus dem Binom 50 minus 3 zum Quadrat. Haben die zweite binomische Formel hier, haben also 50 zum Quadrat minus 2 mal 50 mal 3 plus 3 zum Quadrat. Ihr seht, wieder leicht zu rechnen. 50 zum Quadrat ist 2500. Minus 2 mal 50 ist minus 100. Das mal 3 ist minus 300. Und 3 zum Quadrat ist 9. Und wir kommen ganz schnell und leicht auf das Ergebnis 2209. So, um das ein bisschen zu festigen, habe ich mir wieder ein paar Übungsaufgaben aufgedacht. Meine Bitte an dieser Stelle wieder. Pausiert das Video, nehmt euch Stift, Papier, irgendein Medium zur Hand, versucht die Aufgaben mal zu lösen. Ich springe natürlich zur Lösung und ja, viel Erfolg, wir vergleichen dann. Okay, kommen wir zur Lösung. Für die erste Lösungsfolie für erstens hatten wir, Klammer auf, a plus 2c, Klammer zu zum Quadrat. Das simple Anwenden der ersten binomischen Formel bringt uns zu a Quadrat plus 4ac plus 4c Quadrat. Mehr war nicht zu tun, da gibt es auch nicht viel zu erläutern. Machen wir eine kleine Probe, Klammer auf, minus 2 plus 2 mal 5, Klammer zu zum Quadrat, soll dasselbe sein wie minus 2 zum Quadrat plus 4 mal minus 2 mal 5 plus 4 mal 5 Quadrat. Ja, multiplizieren wir das mal aus, haben wir links stehen in Klammern minus 2 plus 10, Klammer zu zum Quadrat, ist 4 minus 40 plus 4 mal 25. Wir haben also 8 Quadrat ist minus 36 plus 100. Schau da. 64 ist 64, passt wunderbar, stimmt. Zweitens, Klammer auf, 4a minus 2b, Klammer zu zum Quadrat. Klar, zweite binomische Formel, ganz simpel anwenden. Haben wir 16a Quadrat minus 16ab plus 4b Quadrat. Das verproben wir wieder. Wir setzen ein, Klammer auf, 4 mal minus 2 minus 2 mal 4, Klammer zu zum Quadrat. Soll dasselbe sein wie 16 mal Klammer auf minus 2 Klammer zu zum Quadrat minus 16 mal minus 2 mal 4 plus 4 mal 4 Quadrat. Das ergibt erst einmal Klammer auf minus 8 Klammer zu zum Quadrat ist gleich 16 mal 4 plus 128 plus 4 mal 16. Wir haben also in links stehen minus 16 zum Quadrat und rechts 64 plus 128 plus 64. Rechnen wir es aus, kommen wir auf 256 auf beiden Seiten. Wunderbar, unsere Lösung stimmt also. Drittens, Klammer auf, minus 3b plus 2c, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 3b minus 2c, Klammer zu, eindeutig dritte binomische Formel. Wir wenden das einfach an, quadrieren quasi a und b jeweils, den Rest lassen wir weg, kommen also auf 9b² minus 4c². Das heißt, den zweiten Teil haben wir nicht ganz quadriert, müssen das Vorzeichen noch ändern. Machen wir eine Probe. Klammer auf, minus 3 mal 4 plus 2 mal 5, Klammer zu, mal Klammer auf, minus 3 mal 4 minus 2 mal 5, Klammer zu, soll dasselbe sein wie 9 mal 4 Quadrat minus 4 mal 5 Quadrat. Wir haben dann stehen, Klammer auf, minus 12 plus 10, Klammer zu, mal Klammer auf, minus 12 minus 10, Klammer zu, ist gleich 9 mal 16 minus 4 mal 25. Haben dann also minus 2 mal minus 22 ist gleich 144 minus 100. Und das ergibt 44 auf beiden Seiten. Wunderbar. Probe stimmt. Viertens. Klammer auf, minus 2a minus 2b, Klammer zu, mal Klammer auf, minus 2a plus 2b, Klammer zu zum Quadrat. Wir haben hier also innerhalb der äußeren Klammer erstmal eine dritte binomische Formel. Ja, die lösen wir ganz einfach auf. Es verbleibt Klammer auf 4a Quadrat minus 4b Quadrat, Klammer zu zum Quadrat. Haben jetzt also hier quasi eine zweite binomische Formel stehen.
lösen die auch nochmal nach dem gewohnten Schema auf. Es verbleibt 16a hoch 4 minus 32a Quadrat b Quadrat plus 16b hoch 4. Als Beweis liefere ich hier die Probe, Klammer auf, minus 2 mal minus 2, minus 2 mal 4, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 2 mal minus 2, plus 2 mal 4, Klammer zu zum Quadrat, soll dasselbe sein wie unser Ergebnis, 16 mal, Klammer auf, minus 2, Klammer zu hoch 4, minus 32 mal, Klammer auf, minus 2, Klammer zu zum Quadrat, mal 4 zum Quadrat, plus 16 mal 4 hoch 4. Viel zu rechnen. Erstmal wieder innerhalb der Klammer ein bisschen auflösen. Es verbleibt Klammer auf, 4 minus 8, Klammer zu, mal Klammer auf, 4 plus 8, Klammer zu zum Quadrat, ist gleich 16 mal 16 minus 32 mal 4 mal 16 plus 16 mal 256. Lösen wir weiter auf die Klammern, beziehungsweise links die Klammern, rechts die Multiplikation. Dann haben wir links minus 4 in Klammern, minus 4 mal 12, Klammer zu zum Quadrat, ist gleich 256 minus 2048 plus 4096. Das bringt uns zu, in Klammern, minus 48 zum Quadrat sei 2304. Rechnen wir das auf, kommen wir auf 2304 ist 2304. Wunderbar, das stimmt. Fünftens. Hier hatten wir die Wurzel von Klammer auf, a plus 4c, Klammer zu zum Quadrat, plus Klammer auf, minus 2a minus 2c, Klammer zu zum Quadrat, minus a Quadrat plus 5c Quadrat plus 4ac, Klammer zu. Ja, die Wurzel bleibt natürlich stehen. Wir können erstmal die zwei binomischen Formeln, die erste und die zweite, auflösen und kommen dann auf Wurzel von Klammer auf a Quadrat plus 8ac plus 16c Quadrat plus 4a Quadrat plus 8ac plus 4c Quadrat minus a Quadrat plus 5c Quadrat plus 4ac, Klammer zu. Fassen wir mal alles zusammen, was gleich klingt. Dann kommen wir auf die Wurzel von Klammer auf 4a Quadrat plus 20ac plus 25c Quadrat, Klammer zu. So, bei manchen weiß ich, die noch nicht so fit in binomischen Formeln sind, wäre hier Schluss. Aber ein Gleichheitszeichen bedeutet ja, es lässt sich in zwei Richtungen umformen. Wenn wir das sehen, haben wir hier quasi die Auflösung einer binomischen Formel, die wir zurück in eine verwandeln können. Und zwar in 2a plus 5c zum Quadrat. Können wir auch gerne proben. 2a mal 2a ist 4a Quadrat. 2 mal a, b ist dann theoretisch 20ac, genau. Und 5c zum Quadrat ist 25c Quadrat. Okay, was hat uns das jetzt gebracht, diese Sache in eine binomische Formel umzuformen? Naja, jetzt sind wir bei Wurzel von Klammer auf 2a plus 5c Klammer zu zum Quadrat. Und die Quadratwurzel eines Quadrates kürzt sich weg. Das ist quasi, ja, jetzt hoch 1/2 mal 2 Eintel, also mal 2 2 ist hoch 1. Wurzel und die Potenz lösen sich auf. Es verbleibt 2a plus 5c. Dafür war es jetzt sinnvoll. Zum Beweis wieder die Probe. Links mit unserem ursprünglichen Langausdruck, rechts mit unserer sehr verkürzten Lösung. Wir haben hier die Wurzel von Klammer auf, minus 2 plus 4 mal 5, Klammer zu zum Quadrat, plus Klammer auf, minus 2 mal minus 2, minus 2 mal 5, Klammer zu zum Quadrat, minus Klammer auf, minus 2, Klammer zu zum Quadrat, plus 5 mal 5 Quadrat, plus 4 mal minus 2 mal 5, Klammer zu. Das soll dasselbe sein wie 2 mal minus 2 plus 5 mal 5. Okay, lösen wir erstmal, soweit es geht, innerhalb der Klammern links auf, rechts können wir schon ausmultiplizieren. Dann verbleibt die Quadratwurzel von Klammer auf, minus 2 plus 20, Klammer zu zum Quadrat, plus Klammer auf, 4 minus 10, Klammer zu zum Quadrat, minus 4 plus 5 mal 25 plus minus 40 oder auch einfach minus 40, Klammer zu, ist gleich minus 4 plus 25. Fassen wir weiter zusammen. Haben wir die Wurzel von Klammer auf 18 zum Quadrat plus minus 6 zum Quadrat minus 4 plus 125 minus 40 soll 21 sein. Rechts sind wir fertig.
Multiplizieren wir aus, also quadrieren wir erstmal aus, besser gesagt. Dann verbleibt die Wurzel von, Klammer auf, 324 plus 36 minus 4 plus 125 minus 40, Klammer zu, gleich 21. Das können wir zusammenfassen. Es verbleibt Wurzel von 441 gleich 21. Und wenn wir tatsächlich die Wurzel daraus ziehen, kommen wir auf 21 ist gleich 21. Wunderbar. Damit sind wir mit den teilbinomischen Formeln durch. Und ihr seht, die können auch ganz praktisch für die Vereinfachung sein. Und damit kommen wir zum zweiten Thema, Beträge. Und erstmal die Frage natürlich wieder, was ist denn ein Betrag? Das ist eine besondere Form von Klammern, deren Ergebnis immer positiv ist. Das liegt darin begründet, dass ein Betrag nur den Abstand von 0 erfasst, egal in welcher Richtung. Normalerweise blicken wir von unendlich irgendwo hin und sehen, aha, das ist jetzt bei den Zahlenschreiben unten, a ist hier in dem Fall 2 mal negativer als 0, b wäre 4 mal positiver. Den Betrag interessiert das nicht. Der Betrag interessiert nur, wie weit es sind die Variablen, in dem Fall, von 0 entfernt. Und in dem Fall ist a 2 und b 4 vom 0 entfernt. Das heißt, der Betrag von a ist 2 mit a gleich minus 2 und der Betrag von b ist gleich 4 mit b gleich 4. Dargestellt werden Beträge durch eckige Klammern. Und es gilt, der Betrag von a ist gleich a, wenn a größer gleich 0 ist. Klar, habe ich ja gerade erklärt. Und der Betrag von a ist minus a, wenn a kleiner 0 ist, sodass wir quasi immer auf einen positiven Wert kommen. Der Betrag kann nicht kleiner 0 werden. Machen wir mal ein Beispiel. A, wie ich schon hier vorhin angedeutet habe, ist minus 2. A ist kleiner 0. Es gilt also, der Betrag von a ist minus a. Das bedeutet also, minus minus 2 ist gleich 2. Stimmt ja auch. Hier in dem Fall ist a 2 vom Zahlenstrahl entfernt von der 0. Der Betrag von b soll mit b gleich 4 errechnet werden. Da b jetzt größer als 0 ist, gilt, der Betrag von b ist gleich 4. Enthält ein Betrag Rechenoperationen, so ist das Ergebnis dieser als Betrag zu erfassen. Als Beispiel, der Betrag von a minus b mit a gleich minus 2 und b ist gleich 4 müssen wir errechnen. Der Betrag von a minus b ist gleich Betrag von minus 2 minus 4, das ist minus 6 und minus 6 ist 6, entfernt ist gleich also plus 6. Hier mal Zahlenstrahl dargestellt, sehen wir unten eingetragen. Okay. Wichtig noch, ein Betrag fungiert als Klammer, das heißt die Rechenregeln für Klammern gelten auch für Beträge. Nehmen wir als Beispiel statt in Klammern a plus b mal in Klammern c plus d rechnen wir Betrag von a plus b mal Betrag von c plus d. Das ist gleich dann der Betrag von ac plus ad plus bc plus bd, einfach ausmultipliziert die Variablen miteinander. Machen wir eine Probe mit a minus 2, b gleich 4, c minus 5 und d gleich 2. Der Betrag von minus 2 plus 4 mal den Betrag von minus 5 plus 2 soll den Betrag von minus 2 mal minus 5 minus 2 mal 2 plus 4 mal minus 5 plus 4 mal 2 entsprechen. Es verbleibt also, der Betrag von 2 mal der Betrag von minus 3 soll dasselbe sein wie der Betrag von 10 minus 4 minus 20 plus 8. Ja, der Betrag von 2 ist 2, der Betrag von minus 3 ist 3, es verbleibt 2 mal 3. Rechts haben wir Betrag 6. 2 mal 3 ist 6, der Betrag von 6 ist auch 6. Wunderbar, passt. Damit ist eigentlich zum Beträgen alles Wichtige gesagt. Und ja, jetzt kommt wieder von mir die Aufforderung, das Video an dieser Stelle zu pausieren und zu versuchen, diese Aufgaben, die ich hier gestellt habe, zu lösen, während ich dann zur Lösung springe. Kleiner Hinweis noch, bei Aufgabe 4 seht ihr eine dicke, fette Klammer. Die habe ich zur Darstellungsform gewählt. Das sind theoretisch ganz einfach. Nur nochmal, diese äußere Klammer existiert nicht nochmal extra. Nur ich fand, man kann jetzt bei den kleineren Klammern nicht mehr sehen, dass diese ganze Funktion hoch 0,5 gestellt ist. Deswegen habe ich es nochmal ein bisschen verdeutlicht, dass man es besser sieht. Und jetzt, mit diesem kleinen Hinweis, wünsche ich euch viel Erfolg. Okay, kommen wir zur ersten von drei Lösungsfolien. Die erste Aufgabe war der Betrag von 4 minus 7. Das ist der Betrag von minus 3 und der ist halt 3. Muss ja immer das Positive sein.
Zweitens, der Betrag von 4 mal 2 plus 3 mal minus 3 minus, Klammer auf, minus 2, Klammer zu hoch 3, minus 3 Quadrat. Das ergibt den Betrag von 8 minus 9 minus, Klammer auf, minus 8, Klammer zu, minus 9. Das ist also der Betrag von minus 2 und der ist natürlich plus 2. Drittens, minus 2 mal den Betrag von 8 minus 4 plus der Wurzel von 25 minus 4 mal 6 minus 10 plus 5 mal den Betrag von minus 7 plus 30 21 plus der Wurzel von 5, in Klammern 5 Quadrat minus 4 Quadrat, Klammer zu. Gut, wir können minus 7, das heißt die 7 mit 21 kürzen, es verbleibt minus 30 Drittel. Den Rest können wir ein bisschen vereinfachen. Wir kommen auf minus 2 mal den Betrag von 8 minus 4 plus 5 minus 24 minus 10, Betragsklammer zu, plus 5 mal den Betrag von minus 30 Dritteln plus der Wurzel von in Klammern 25 minus 16, Klammer zu, Betrag zu. Das ergibt minus 2 mal den Betrag von minus 35, Betrag zu, plus 5 mal den Betrag von minus 10 plus der Wurzel von 9, Betrag zu. Dann kommen wir also auf minus 2 mal 35 plus 5 mal den Betrag von minus 10 plus 3. Das ergibt minus 70 plus 5 mal den Betrag von minus 7, also minus 70 plus 5 mal 7. Das ist dann minus 70 plus 35, macht minus 35. Und last but not least, viertens, da hatten wir, und zwar in Betrag hoch 0,5, der Betrag von über dem Bruchstrich minus 4 mal 5 Viertel plus Klammer auf minus 3, Klammer zu hoch 3 und geteilt durch unter dem Bruchstrich 16, Betragsklammer zu, mal Betragsklammer auf, in Klammern oder über dem Bruchstrich 4 Quadrat minus 6 durch unter dem Bruchstrich minus 2, Betragsklammer zu, plus der Wurzel von 36, Betragsklammer zu. Das ergibt also Betragsklammer auf, minus 5, minus 27, das Ganze durch 16, Betragsklammer zu, mal Betragsklammer auf, 16 minus 6 durch minus 2, Betragsklammer zu, plus 6, Betragsklammer zu, hoch 0,5. Das ist also Betragsklammer auf, minus 32 Sechzehntel, Betragsklammer zu, mal Betragsklammer auf, 10 minus 2, 10 geteilt durch minus 2, pardon, Betragsklammer zu, plus 6, Betragsklammer zu, hoch 0,5. Das ist also der Betrag des Betrages von minus 2, Betrag zu, mal der Betrag von minus 5, plus 6, Betrag zu, hoch 0,5. Hoch 0,5 können wir als Wurzel darstellen, ist also die Wurzel des Betrages von 2 mal 5 plus 6, also die Wurzel des Betrages von 10 plus 6, ist die Wurzel von 16, das ist gleich 4. Ja, das war's eigentlich schon, damit sind wir jetzt am Ende der Vorlesung angelangt. Damit haben wir auch zwei wichtige und zwei Themen durchgesprochen, die für viele oftmals schwer sind. Für diejenigen, die das Video sich angeschaut haben, um das ein bisschen zu üben, zu lernen, zu festigen, ich hoffe, es war erfolgreich, wenn nicht, vielleicht noch einmal anschauen, umso öfter mal was übt, umso besser wird's. Oder parallel aus irgendeinem Übungsbuch ähnliche Aufgaben lösen. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch genützt, hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich über eine gute Bewertung, über Kritik, positive und auch negative, aber natürlich am liebsten positive, freuen. Daumen hoch, das Anpinnen mit der Glocke und all so weiter, was man allgemein so kennt, was YouTube immer wieder so schön als neue Mechanismen einführt. Und ja, jetzt, um endlich mal der Sache ein Ende zu setzen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!